Nach dem gelungenen Auftakt durch die SAS-Gruppe Musikklang Horn führte Jared Dibaba charmant durch das Programm der 9. Buddenjana Hilfe-Preisverleihung. Wie auch in den Jahren zuvor konnten sich Organisationen aus der Metropolregion Hamburg mit der Vorstellung ihres sozialen Projekts bewerben, die mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Preise zu erlangen. Die Auswahl unter den Kandidaten traf eine Jury, zu der die Staatsrätin Elke Badde, Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz, Uwe Hinrichs, Geschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes e.V. Landesverband Hamburg, Renate Schneider, Redakteurin beim Hamburger Abendblatt, Christa Götsch, Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, sowie Gabriele Wölke gehören. Angesichts des Engagements Budnikowskis als offizieller Sponsorpartner der europäischen Umwelthauptstadt Hamburg 2011 lag der Fokus des Budnianer-Hilfepreises in diesem Jahr auf der Schärfung des Umweltbewusstseins von Kindern. Nur wenn die Jüngsten unserer Gesellschaft schon früh auf das Thema Natur sensibilisiert werden, haben wir eine Chance, Veränderungen zu schaffen, die zu langfristigen Erfolgen im Umgang mit unserer natürlichen Umwelt führen, sagte Gabriele Wölke, Vorsitzende der Budnianer-Hilfe e.V. und Mitglied der Geschäftsleitung von Budnikowski anlässlich der Preisverleihung. Den dritten Preis, dotiert mit 2.500 Euro, erhielt der Verein Ute e.V. für seine Förderung des Umgangs zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern. Den zweiten, mit 5.000 Euro dotierten Preis, bekam die Kita Dahlemmering für ihr Projekt Vom Papyrus zur Kita-Zeitung. Hierbei sei den Kindern der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen und das Thema Recycling nahegebracht worden, so die Jurybegründung. Und der mit 7.500 Euro dotierte erste Preis der Budnianer-Hilfe ist in diesem Jahr an das Projekt Kinder werden Naturforscher im Naturschutzinformationshaus Boberger Niederung der Loki-Schmidt-Stiftung Naturschutz Hamburg gegangen. Das Projekt ist für alle Kitas zugänglich. Es liefert einen wichtigen Beitrag zur Bildung des Umweltbewusstseins von Kindern, schafft besseres Verständnis für Natur und Naturschutz, begründete die Jury.